Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bundesregierung stellt nationale Sicherheitsstrategie vor. Nach monatelangem Ringen hat das Kabinett das Papier am Vormittag beschlossen. Die Grundidee ist, erstmals alle inneren und äußeren Bedrohungen für Deutschlands Sicherheit zu berücksichtigen. Neben militärischen Bedrohungen fallen darunter auch Cyberattacken oder mögliche Anschläge auf kritische Infrastruktur und der Klimawandel. Europäisches Parlament stimmt für schärfere Regeln bei künstlicher Intelligenz. Danach sollen KI-Systeme in verschiedene Risikogruppen eingeteilt werden. Je mehr Gefahr von der jeweiligen Anwendung ausgeht, desto strengere Regeln gelten für sie. Gesichtserkennung in Echtzeit im öffentlichen Raum soll komplett verboten werden. Flüchtlingszahlen weltweit so hoch wie nie. Aktuell sind laut UNHCR etwa 110 Millionen Menschen auf der Flucht, zwei Drittel davon in ihren Heimatländern. UN-Hochkommissar Grandi sagte, die Zahlen seien ein Armutszeugnis für den Zustand der Welt. Er forderte, reiche Länder müssten den Menschen mehr legale Wege der Einwanderung bieten. Flüchtlingsboot vor der griechischen Küste gesunken. Dabei sind mindestens 59 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Küstenwache mit. 104 Menschen seien bislang gerettet worden. Es werde jedoch befürchtet, dass sich bis zu 400 an Bord befunden haben. Offenbar war das Fischerboot auf dem Weg von Libyen in Richtung Italien. Waldbrände in Mecklenburg-Vorpommern. Die Strategie zur Bekämpfung scheint aufzugehen. Nach Einschätzung des Krisenstabs hat sich die Situation bei Hagenow und Lübtheen über Nacht leicht entspannt. Die Feuer hätten sich durch breite Schneisen, die immer wieder bewässert werden, nicht weiter ausgebreitet. Es gäbe kaum noch offene Flammen. Und das Wetter morgen bei Sonnenschein und Wolken in den meisten Regionen weiter trocken. Im Osten dichtere Wolken und dort örtliche Schauer oder Gewitter bei 19 Grad im Erzgebirge und bis 28 Grad am Rhein.